Hallihallo, meine lieben Papas und Mamas, Mamas und Papas und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, heute geht es mal wieder um das Thema Kindersmartwatches, denn wir haben heute mal wieder eine zum Testen da und zwar von der Firma, und jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig ausspreche, Adugen, die T5. Das ist eine Kindersmartwatch, die kriegt ihr aktuell bei Amazon für um die 100 Euro. Wir wollen mal gucken, was die drauf hat. Ich würde sagen, wir packen sie mal zusammen aus. Schauen uns zusammen die App an und dann zum Schluss gibt es auch mal wieder ein Fazit, was ich von der Uhr halte. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, lass uns das Ding mal zusammen auspacken. Wir gehen mal in den Auspackmodus. Let's go! So sieht das Ganze aus, wenn das bei euch zu Hause ankommt. Den Link dazu packe ich euch mal unten in die Beschreibung. So, ich habe natürlich hier schon mal ein bisschen an der Seite aufgemacht, damit es jetzt nicht gleich so kreblich ist, wenn ich es hier aufmache. Ihr wisst ja, ich und Folien, das ist nicht immer so kompatibel. So, zack. So sieht das Ganze aus. So ist die Uhr da drin verpackt. Wie gesagt, die T5 ist das. So, hier gibt es noch gleich einen kurzen Scan für ein YouTube-Tutorial. Das braucht ihr nicht. Hier haben wir die überaus überschaubare Bedienungsanleitung. Ich glaube, ja, also sie ist sogar auf Deutsch. Hier könnt ihr euch dann auch die App scannen. Es ist der SE-Tracker, den kenne ich schon von anderen Uhren aus dem Sortiment, sage ich jetzt mal, aus dem Preissortiment. Was haben wir jetzt hier noch dabei? Ah ja, genau, das ist was, was ich bei dem Hersteller so auf jeden Fall zum ersten Mal gesehen habe. Wir haben nämlich jetzt hier, die Uhr ist vom Hersteller selber angegeben, ab 5 Jahren bis 14 Jahre. Damit, ihr könnt die nämlich quasi anstatt dem Armband, aber das zeige ich euch gleich nochmal ganz genau, anstatt den Armband könnt ihr das quasi hier dran machen und dann kann sich euer Kind das um den Hals hängen, falls es vielleicht noch nicht dick genug vom Armband ist. Wobei ich sagen muss, es könnt ihr echt dünn einstellen. Also es passt, glaube ich, um jede Kinderhand, um ehrlich zu sein. Gut, das für später, das zeige ich euch nochmal. Weg damit. Erstmal von der Seite angefangen. Hier habt ihr den Ein- und Ausschalter und das ist auch, weil das habe ich in vielen anderen Videos bei den Uhren, meistens sind die Ein- und Ausschalter auch die SOS-Notfalltaste. Das ist hier auch so, steht auch extra drauf. Ich hoffe, man kann es lesen. SOS-Taste, wenn ihr die länger als 5 Sekunden im Betrieb gedrückt haltet, ruft er automatisch 3 hinterlegte Notfallnummern an. Die müsst ihr aber über die App hinterlegen. Auf der Seite packt ihr die SIM-Karte rein. So, könnt ihr hier einmal hochflumsen. So sieht das aus. Metallblättchen raus, SIM-Karte rein. Ne? SIM-Karte rein, wieder reingesteckt. Ich lasse es jetzt weg. Ich zeige euch ja heute einfach nur so die Uhr und die App. So, dann können wir hier nochmal die schöne Folie abziehen. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus, wenn ihr sie standardmäßig anmacht. Dann ist hier so ein Standardscreen. Ihr könnt von oben einmal runterwischen. Dann seht ihr schon WLAN, Bluetooth, Wecker habe ich hier drin. Oder halt Nachrichten, die wir empfangen können. Wie bei vielen Uhren habt ihr unten so einen Kreis, um wieder zurückzukommen. Ihr könnt von unten hochwischen. Da haben wir auch nochmal eine Taschenlampenfunktion. Die gibt es hier an der Seite. Die Helligkeit. Umso mehr ich touche, umso heller wird es. Ich glaube, das ist zu hell. Ich lasse es jetzt mal auf dunkel, damit ihr es besser seht. Eine Bluetooth, dann die ganzen Funktionen, Klingelton, Lautstärke. Ihr seht es immer per Drücken. Ich hoffe, ihr seht das mit meinen dicken Wurstfingern. Schalte ich das halt ein oder aus, beziehungsweise ne, aus, ein bisschen mehr oder halt ganz laut. Runter wieder so. Und wie bei den meisten Smartwatches, wenn ich nach rechts wische, komme ich in die Menüs. So. Fairerweise muss man dazu sagen, ich habe es gerade schon einmal mir angeschaut. Das heißt, normalerweise startet das Menü erstmal auf Englisch. Was müsst ihr machen, damit ihr es auf Deutsch bekommt? Ihr geht ganz auf den rechten Punkt zu Settings, logischerweise auf Englisch. Dann Language, bei mir steht jetzt Sprache. Und dann ist erstmal nur Englisch drin. Ihr müsst dann auf Sprache hinzufügen machen. Die Sprache Deutsch oder welche auch immer ihr haben wollt. Ne, ihr seht, hier ist ein ganzer Haufen Sprachen drin. Und dann das Besondere, Englisch steht auf 1. Ihr müsst dann Deutsch gedrückt halten und Deutsch hochziehen auf die 1. Erst dann habt ihr die deutsche Sprache drin. Ansonsten bleibt die Uhr die ganze Zeit auf Englisch. Das vielleicht nochmal am Anfang wichtig zu wissen. So, das wollte ich euch nur kurz zeigen, dass ihr dann nicht verwirrt seid, warum ist die Uhr bei mir auf Deutsch und bei euch auf Englisch. Fangen wir an von vorne. Ihr macht nach rechts.
Da habt ihr die Möglichkeit, die Kursnachrichten, die könnt ihr dann halt über die App, ganz normal wie bei allen anderen Uhren auch. Ihr habt eine Chatfunktion, die könnt ihr auch über die App mit eurer Familie teilen. Telefonnummern, Kontakte, Anrufliste, wieder voreingegebene Anrufe, die das Kind anrufen kann, sonst geht keine. Videotelefonie geht dann auch nur über die App. Kamera, normale Kamera. Ihr seht es jetzt gerade, wir sind auch in der Kamera. So, Magic-Kamera. Da könnt ihr dann mit verschiedenen Filtern und verschiedenen Grimassen kann euer Kind sich dann fotografieren. Das kann ich jetzt gerade mit meiner Kamera schlecht zeigen. Aber das ist halt eine Funktion, dass das Kind halt auch ein bisschen spielerisch ein Foto von sich machen kann. Finde ich ganz nett. So, dann die Galerie logischerweise, um sich das dann alles anzugucken. Wir haben Schrittzähler mit dabei. Da gehe ich mal ganz kurz rein. Bitte öffnen Sie die Schrittzähler in der App, ne? Weil wir noch nichts gemacht haben. Natürlich 0 Schritte heute. Hier kann es seinen Stundenplan hinterlegen, beziehungsweise was hat es wann, Zeitplan etc. Also alles für die Schule. In die Einstellungen gucken wir auch nochmal zusammen rein. Zack, hallo. So, da, wie gesagt, Sprache einstellen, das WLAN einstellen, Bluetooth, App-Funktion, Bildschirmsperren. Die Lautstärken könnt ihr hier nochmal separat einstellen, die Helligkeiten, aber das geht auch alles über die Kurztaste. Die Taschenlampe könnt ihr hier nochmal einstellen, Hintergrundbild könnt ihr ändern, Ruhezustand, neu starten, ausschalten. Wir gehen nochmal unten auf mehr. Geräteinformationen, akustische Drainage, also wie laut soll das sein, Datum und Uhrzeit könnt ihr hier alles nochmal manuell auch an der Uhr einstellen. Wir huschen weiter. Dann gibt es so einen kleinen App Store da drauf. Wie gesagt, das auch eher über die App zu verwalten. Die zeige ich euch aber dann gleich nochmal im Anschluss. Wecker könnt ihr machen, eine Stoppuhr kann das Kind machen, Musik könnt ihr drauf spielen, Google Video, das könnt ihr dann auch über das mitgelieferte Kabel, ja, da ist ein USB-Kabel mit dabei, vielleicht nochmal wichtig auch zu zeigen. An der anderen Seite wieder dieser Sicherheitsanschluss, also dass halt beim Laden auch nichts schief gehen kann mit Magneten, ne, und auf der anderen Seite ein ganz normaler USB-A-Anschluss. Das nochmal so für euch dazu. So, ja, und dann haben wir Einstellungen auch soweit durch. Wie gesagt, an der Seite hier einmal die Taschenlampe und hier die An- und Aus-Taste und länger als 5 Sekunden gedrückt halten, ist es auch die SOS-Taste. So. Gibt es in 2 Farben aktuell, schwarz und für Mädchen pink. Ich würde sagen, ist vom Gewicht her relativ leicht, vergleichbar wie die anderen Smartwatches, die wir so im Test hatten. Wie gesagt, von der Armband könnt ihr ja bis hier hoch durchpieken, also muss man sagen, geht auf jeden Fall für jedes Handgelenk. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Ganze aussieht, wenn es hier am Wimmel bummelt. So, einfach wie bei einer Uhr ganz normal diese Einraster hier kurz rausgedrückt, dann ist das Ding dran und dann kann das Kind sich das um den Hals hängen. Finde ich, ist wirklich eine ganz schöne Idee. Vielleicht, wenn das Kind auch nicht Bock hat, das immer um den Arm zu haben, einfach um den Hals hängen, wenn es einfach was machen will, kann es auch ganz normal sich das dann so von vorne anschauen, ne, und sagen, hey komm, ich will jetzt Mama oder Papa kurz anrufen. Entschuldigung. Ich will jetzt Mama oder Papa kurz über die Kontakte anrufen. Los geht's. Ne? Also finde ich, ist auf jeden Fall eine schöne Alternative. Kommen wir zur App, meine Lieben. Wenn ihr hier den Code einscannt und euch die App runterladet, wie ich schon sagte, ist es ja der SE-Tracker Nummer 2, sieht euer Startbildschirm dann so aus. Alles gemacht, okay. Jetzt müssen wir uns einmal einloggen. Habt ihr das gemacht, könnt ihr noch auswählen, wer ihr seid. Ich bin der Papa. Und please scan the device. Dann hat er die Uhr hier automatisch erkannt und wir können weitermachen. So sieht das Ganze dann für euch aus, wenn ihr mit der Uhr verbunden seid. Wenn ich jetzt hochscrollen würde, würdet ihr meinen Standort sehen. Zum Standort kann ich kurz eins sagen, weil es ja in vielen Videos immer sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Ich teste die Standortgenauigkeit immer in einem Gebiet, was nah an einer Hauptstadt ist und wo, ich sag mal, kein Wald oder sowas in der Nähe ist. Also wo wirklich viel flaches Land ist. Darum funktioniert bei mir das Tracking auch immer verhältnismäßig relativ genau. Ich sage es extra mal dazu, weil viele ja immer sagen, GPS ganz ungenau und so. Es ist wirklich sehr abhängig, wie genau das GPS ist von eurem Standort. Ich muss sagen, Hauptstadtnähe ohne große Einflüsse von riesigen Gebäuden, Waldbäume etc. Da funktioniert es bei mir immer relativ genau. Das nur mal für euch kurz
Als Info, auch bei diesem Test jetzt hier wieder mit der Uhr, ich habe es draußen weg auf den Spielplatz gepackt, der hier in der Nähe ist. Da ist nicht viel im Weg, was irgendwie stören kann oder so. Da ist das GPS relativ genau. Das nur für euch als Info, wie ich immer die GPS teste. So, wir können jetzt hier oben gehen. Da können wir jetzt einen Familienchat, wenn mehrere mit dabei sein sollen. Oder ich kann direkt mit der Uhr, die Uhr hast logischerweise bei mir aktuell Test, chatten. Dann könnte ich jetzt anrufen. Ich kann die Kontakte einstellen. Hier könnte ich jetzt die Steps überprüfen, hat er aktuell nicht gemacht. Eins muss ich noch sagen, die App ist auf Englisch. Die Uhr kann ich zwar auf Deutsch einstellen, aber die App ist auf Englisch. Über das Alarmcenter, da kann ich Daten eintragen. Die Uhr kann ich ihm hier rüberstellen, also wann soll er geweckt werden. Wenn er irgendwas, Rewards, weiß ich nicht, kann ich hier einstellen, wann er irgendwelche Belohnungen erhalten soll. So. Foto kann ich zum Beispiel jetzt Take a Picture über die Uhr machen. Seht ihr das überhaupt? Ja, genau. Seinen Stundenplan kann ich hier eintragen. Videocall ist klar. Hier können wir dann die SMS-Nummern. Wie gesagt, 3 Stück werden dann immer automatisch angerufen, wenn er die SOS-Taste länger als 5 Sekunden hält. So, seine Frequenz, ne, wie gesagt, wann soll er das immer ab? Also wie oft soll er seine Location tracken? Könnt ihr hierüber einstellen. Familienmembers hinzufügen. Wer darf ihn noch anrufen? Ne, bis jetzt bin nur ich hinterlegt. So, wann darf die Uhr nicht erreichbar sein? Also Schulmodus zu Deutsch. Die Kontakte, die er anrufen soll. Die Lautstärke des SMS. Location-Based Service. Achso, okay. Da können wir nochmal quasi ein Gebiet markieren, wo er drin sein soll. Wenn er das verlässt, dass wir dann eine Nachricht kriegen. Hier könnt ihr sonst auch nochmal die Zeit, die Sprache allerdings nur für die Uhr umstellen, ne, aus der App. So, Nachtmodus haben wir hier noch, wie viele Settings, das haben wir alles schon gemacht. Ihr könnt dann von hier aus auch die Uhr neu starten, ausmachen oder alles resetten. Das alles könnt ihr hier nochmal über die App machen. Also quasi, wer das nicht über die Uhr machen will, ich muss jetzt gucken, dass ich nicht hier in den GPS-Modus komme. Wer das quasi nicht in der Uhr alles einstellen will, könnt ihr das zwar auch einstellen, der hat auch die Möglichkeit, das alles hier nochmal über die App dann im Nachhinein einzustellen. Wo man sagen muss, die App, die ist wirklich auf Englisch, nur die Uhr, die kann ich auf Deutsch umstellen. Aber ansonsten haben wir hier wirklich viele Funktionen, die wir dem Kind zuteilen können oder auch nicht. Und auch wirklich viele Möglichkeiten, für die Schule etc. den Uhrmodus einzuschränken. Und wie gesagt, mit der SOS-Funktion 3 Nummern ruft er dann automatisch an. Ich würde sagen, wir haben uns jetzt alle groben Features angeguckt, die Uhr und so weiter angeguckt. Wir gehen mal rüber ins Fazit. So, meine Lieben, kommen wir zum Fazit. Wertfrei muss man sagen, dass die Uhr etwas einfacher verarbeitet ist, aber an sich trotzdem einen hochwertigen Eindruck macht. Wir müssen auch immer darüber sprechen, wir reden hier um die 100 Euro, was die Uhr kostet. Ich finde das, wie gesagt, mit dem Band, dass man sich das so um den Hals hängen kann, finde ich, ist eine ganz coole Idee, gerade vielleicht für kleinere Kinder. Ausgegeben ist die Uhr, wie gesagt, für Kinder von 5 bis 14 Jahren. Sie ist natürlich spritzwassergeschützt. Der Akku hält ungefähr einen Tag, je nachdem, wie viel ihr benutzt. An sich hat die Uhr schon sehr, sehr viele Spielereien, muss man sagen. Neben dem GPS-Tracking, was wahrscheinlich für die Eltern wieder das Wichtigste sein wird. Aber das geht natürlich auch alles auf die Leistung des Akkus. Also umso mehr die Kinder damit mit dem Foto rumspielen, mit den ganzen Funktionen, die die Uhr kann, rumspielen, das sind ja wirklich viele, muss man wertfrei sagen, umso weniger hält natürlich auch der Akku. Also wenn ihr das vielleicht nutzen wollt für ein Kind, für die Schule, um zu schauen, ob es sicher zur Schule ankommt etc., dafür ist es völlig okay und dafür hält dann der Akku auch einen Tag. Wenn ihr es eher als Spieluhr nutzt, wird es wahrscheinlich auch weniger als einen Tag halten, ist jetzt so meine Erfahrung. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht Möglichkeiten, über mehrere Monate die Uhr zu testen, sondern ich teste die ja meistens in 1-2 Tagen. Von der GPS-Genauigkeit, wie gesagt, bei meinen Tests war es dementsprechend relativ genau, aber es ist halt auch immer sehr abhängig von der Umgebung, wie genau das so ist. Was kann ich noch sagen? Wie gesagt, den Amazon-Link zur Uhr packe ich euch mal unten rein in die Videobeschreibung. Manko ist vielleicht, dass die App nur auf Englisch ist. Was ja ganz noch zu erwähnen ist, ihr habt schon vorher gleich eine kleine Schutzfolie hier drauf, dass nichts mit dem Display passieren kann. All in all macht sie wie alle Uhren einen guten Eindruck. Ich würde mal sagen, für Preis-Leistung, das ist das Wichtige, das muss man wirklich sagen, für um die 100 Euro, bei Amazon kriegt ihr auch immer mal eine Aktion, um die ein bisschen günstiger zu kriegen. Also ich sage mal so, wenn ihr die irgendwie für 90 Euro oder unter 90 Euro, dafür ist es schon völlig okay, wenn ihr einfach nur ein gutes Gefühl haben wollt, dass euer Kind sicher zur Schule kommt. Meine Lieben, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wie gesagt, Audogen T5 haben wir heute getestet.
Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht habt und nichts mehr verpassen wollt, abonniert jetzt gerne den Kanal. Und wenn euch das Video geholfen hat, lasst gerne ein Like da. Habt ihr noch Fragen zur Uhr, die ich jetzt vielleicht in dem Video vergessen habe? Schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, wie immer, sie bestmöglich zu beantworten. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.